Hey Hero Maniacs, weiter geht's mit Mordors Schatten und wir wollen heute ein bisschen mit der Hauptstory weitermachen, bevor wir uns. Wir haben mittlerweile drei Hauptmissionen zur Auswahl. Also die Auswahl ist relativ vielfältig und zwar haben wir hier unten eine Mission, die heißt die Rangleiter Empor, wo es wieder um Redback geht. Wir haben hier eine Mission, die uns ein bisschen mit Gollum weiterführt und wir haben. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Leuchtet denn da so? Ah, ein Schmiedeturm. Und wir haben hier oben eine Mission, die uns ja, mehr Männer bringt und auch den Hauptplot weiterführt. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal hier unten diese Informationen, damit wir mal so ein bisschen die Rangliste wieder aufdecken können. Mal gucken, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Leute liegen. Und dann werden wir, denke ich, diese Erfahrung genießen, weil die uns ja so ein bisschen was zu unserem Geist erzählt. Gut, das heißt, ich werde jetzt mal gucken, dass wir da runterkommen. Zack. Ja, da oben aufpassen, da war nämlich ein. Oh, hier ist. Oh, da ist auch einer. Den ganz schnell ausschalten. Vielleicht können wir die Sklaven hier befreien. Ich könnte mir den natürlich auch schnappen. So, wir können ihn mal verhören. Jetzt leidest du. Holen wir uns auch hier mal ein paar Informationen. So, der war gar nicht markiert, dass er Informationen hatte. Umso schöner, dass der welche dabei hat. Wir könnten uns ja mal. Brock der Zwilling. Ja, Redback, da brauchen wir momentan. Wir decken mal hier unten so ein bisschen auf, würde ich sagen. So, wen haben wir da? Dann haben wir Kothüg der Verderber. Sieht aus den Augenwinkeln merkwürdige Dinge wie Erinnerung oder den Tod. Stärken und Schwächen haben wir noch keine. Da brauchen wir dann erstmal weitere Infos zu. Holy shit, das ist aber auch immer. Danke. Da unten wird gekämpft. Ich denke, wir holen uns mal eben kurz hier den Bogenschützen noch weg. Knapp den Sklaven! Du bist erledigt! Ach, der hat die Information. Okay. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Komme ich hier runter? Ich sehe schon Gespenster! So, dann holen wir uns hier auch mal ganz kurz die Infos. Wisst ihr was? Dann können wir uns eigentlich Infos von dem hier holen, würde ich fast sagen. So, dann haben wir von dem nämlich auch ein paar Infos. Anfällig für Schleichtötung. Sehr gut. Das heißt, den können wir in nächster Zeit dann wirklich mal als Ziel auserkoren. Gut, und dann auf zur nächsten Nebenaufgabe. Hier ist diese schöne, was ist das? Seilrutsche? Jo, tatsächlich. Ich würde sagen, ich markiere jetzt mal eben auf der Map unsere Aufgabe, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Ist ja nicht so super weit. Da geht's hin. Ja, und dann runter da. Da oben sind auch wieder Gegner. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Hab gehört, der Norm sei eine Haube wilder Ghule unterwegs. Gucken wir mal, dass wir am schnellstmöglichen Weg natürlich zur Aufgabe kommen. Habe ich jetzt den Fehler gemacht? Oh, was ist hier? Die Uruk-Höhle. Vor Saurons Rückkehr waren die Uruk-Höhlen eine Markstadt, die unter den Ausgestoßenen als der Felsbau bekannt war. Nun befinden sich dort ein Sklavenlager, in dem frisch gefangene Menschen darauf warten, in verschiedenen Regionen Mordors verfrachtet zu werden. Ja, okay. Das Problem ist, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite hier. Wenn wir jetzt Pech haben. Aber wir können da rum. Okay. Aber da müssen wir natürlich durchs komplette Lager tatsächlich. Das so super clever ist. Ich bin mir da nicht so 100% sicher. Komm, wir ziehen uns mal hoch. Den mal ganz schnell weg. So, wo haben wir weitere? Da drüben stehen. Aber da unten. Hier müsste. Oh, da haben wir ein Bienennest. So, die Ablenkung nutzen wir mal ganz kurz, um uns vorbeizustehlen. So, nicht, dass die noch auf uns aufmerksam werden, die Jungs. So, ich glaube, da vorne ist schon wieder was los. Genau, da unten laufen ein paar Uruks. Ja, ist für uns glücklicherweise kein Problem, denn hier ist ja unsere Aufgabe. Gut, nächste Hauptaufgabe.
Götzen, leuchtender Herr. Wir zeigen, dass wir gut sind. Führ uns zu ihm. Ja. Kommt. Hier lang. Komm schon. Lassen wir die Orks mal Patrouille laufen. Vielleicht können wir die umgehen. Gucken, was Gollum macht. Na, Gollum, kommst du? Gehst du? Kommst du mit mir? Ja, es gibt kein Essen, keine Grog. So, geh. Garstige dort oben. Tötet sie. Nein, denn wir sind der Beginn eines neuen. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm. Und er belohnt uns. Ja, wollen wir mal sehen, ob wir dich belohnen? Da oben, dort. Okay, der steht da oben. Schön aufgeladen. Oh, sehr schön. Den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlings. Oh, Verweis auf den Hobbit. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein, wir nehmen ihm den Schatz. Wir nehmen ihn, oh Spitzestein. Aber nicht wehtun, nicht wehtun, braver Spitzerstein, führe uns, leuchtender Herr. Ihr geht, wir warten hier auf euch. Okay, finde das Artefakt der Vision. Da ist ja glücklicherweise der Weg angezeigt. Ich sehe auch keine Gegner irgendwo hier umfällt, aber wir können da ein bisschen abkürzen. Ja, nicht ganz außen rumlaufen, wenn hier scheinbar. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Ja, hoffen wir mal. Gut, da haben wir das Artefakt schon. Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Leuchtender Herr! Lass ihn gehen.
keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Ups. Gule. Ja, huch, was ist denn hier los? Mitten in den Kampf geworfen. Wow, das sind aber eine ganze Menge Gule. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen... Boah, wie viele sind denn das? Holy moly! Fähigkeit Geisterblitz. Rufe einen gewaltigen Blitzschlag hervor, der Uruks verletzt und betäubt sowie Ghule tötet. Sollte deine Trefferserie voll aufgeladen sein, drücke... Okay, die beiden. Wow, nice. Okay, ich merke gerade, die machen auch nicht so wirklich Schaden. Oh, die machen wohl Schaden. Dammit. Dammit, die machen Schaden. Aber ich sehe gerade keine... Oh, 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 nicht gut. Gar nicht gut. Aber ich sehe, warum wird mir denn keine Kontertaste oder irgendwas angezeigt gerade? So. Ich muss natürlich irgendwie diese Serie kriegen. Dann kann ich es wieder machen. Oh, sehr schön. Das war's. Das war jetzt aber anstrengender als im ersten Moment geglaubt. Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Ja, werden wir mal sehen, ob du spüren kannst. Gut, jetzt werden wir uns hier immer direkt den Turm holen, der hier ist. Den können wir nämlich ersteigen. Dann haben wir hier einen neuen Start- und Speicherpunkt und Schnellreisepunkt natürlich auch. Was ich cool fand in der Story, wir kriegen ja immer mehr mit aus der Geschichte unseres Geistes und ja, was wir mittlerweile wissen, also ich weiß natürlich schon, wer es ist, aber ich will hier nicht zu viel vorweggreifen, weil das der Story was nehmen könnte, aber was wir natürlich jetzt erfahren haben, ist, dass er ein scheinbar mächtiger Elb war, der auf einem Thron gesessen hat. Wir haben gesehen, dass er ein Schmied ist, wissen wir auch, und wir haben gesehen, dass jemand ankam, der das Feuer in den Augen hatte, was wir, ich glaube, da nehmen wir nicht zu viel vorweg, was wir eigentlich, naja, auf Barad-dûr sehen. Das heißt, dass das allmächtige Auge im Auge dieser Figur. Und da kann ich schon mal sagen, dass diese Figur, die wir gesehen haben, dass das Sauron in seiner elbischen Gestalt wäre. Denn Sauron ist ja ein Maia, das heißt, er kann Gestalten wandeln und ja, ganz interessant, würde ich sagen, bisher. Gerade mit diesem Artefakt, was überreicht wurde. Gut, wir haben eine neue... Ich sehe den Sternenmond, das Ithildien. Sehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. So, jetzt sehe ich hier vorne gerade, da ist ein Duell zwischen zwei, zwischen Hungrad und zwischen Gunza. Da müssten wir jetzt mal ganz kurz schauen, Hunra und Gunza, wo die beiden denn so stehen in der Rangfolge. Wenn die ein Duell haben, könnten wir uns da einmischen und das vielleicht für unsere Zwecke gebrauchen, vielleicht sogar beide ausschalten. Da müssen wir mal schauen. Ich denke, das sind die hier unten, das ist einer von denen. Genau hier, Humgrad, der Aalglatte und das wird dann Humsa sein. Über den wissen wir natürlich noch nichts. Was ist hier mit ihm? Haben wir auch noch keine Stärken und Schwächen. Aber ich denke mal Fernkämpfer. Wir können natürlich gucken, dass wir uns hier irgendwo Informationen einfach mal holen. Beziehungsweise haben wir hier unten direkt Informationen. Das sollten wir vielleicht ausnutzen. Natürlich ein bisschen schauen, aber wenn ich da falsch... Den könnte ich mit einer Schleichtötung... Was ist der? Dürfte der sein? Aber ich will natürlich die Infos von dem haben. Wisst ihr was? Dann würde ich sagen, springen wir mal da runter. Springen wir mal da runter und gucken mal, dass wir uns den irgendwie holen können. Die Infos und dann könnten wir nämlich den Kerl da ausschalten in der Nähe. Was war das? Ja, komm mal her, Kollege. So, verhören wir den direkt mal hier schön im Busch. So, und dann holen wir uns jetzt Informationen über Humgrad.
So, was ist anfällig für Schleichtodesstöße? Furcht vor Ghulen, Furcht vor Graugs. Erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Okay, das klingt gut. Haben wir natürlich eine ganze Menge Infos. Oh, ich glaube, man hat uns entdeckt. Oh, man hat uns tatsächlich entdeckt. Das war dann doch nicht so, so unscheinbar, wie ich dachte für eine Sekunde. Naja, ist nicht schlimm. Ist ja nur eine kleine Gruppe. Die sollte ich relativ schnell ausgeschaltet haben. Okay, hier kann ich auch diesen Geistesblitz machen, wenn ich genug gesammelt habe. Oh, und dann kann ich sogar eine Hinrichtung nachschieben. Na komm, Kollegen. So, mal schön den Indikator hochbringen. So, wieder einer weg. Das sieht schon optisch sehr geil aus. So, einer weg. Reicht der, bleibt der andere noch so lange liegen, dass ich ihn auch erledigen kann? Yep, das reicht. Es reicht nicht. Dammit. Aber für ihn reicht's. So, und für den reicht's auch noch. Oh, da vorne ist auch noch, noch einer. Dammit. Bitte rette meine Freunde, damit, bevor damit, es damit. Zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Oh, natürlich doof. Mitten, sagte ich eigentlich, wir wären hier fertig und dann werden da noch so ein paar Kollegen wach. Okay, das haben wir. Wir können uns noch ein bisschen am Feuer wärmen. So, wir gehen mal eben kurz markieren. Ich weiß gar nicht, ob wir da so hinkommen. Hier sind noch Informationen, sehe ich gerade. Da könnten wir uns natürlich Infos über den anderen holen. Ach, guck mal, die Information. Oh, ups. Wie viele Ghule haben wir? Oh, oh, oh. Dammit. Nicht gut. Oh, nicht schon wieder er. Nicht schon wieder so einer. Ich weiß nicht, ob das der gleiche ist wie vom letzten Mal. Aber es ist wieder so einer. Der, so ein Irrer, so ein Psycho-Uruk. Den kriege ich doch wieder nicht. Diese fucking Psycho-Uruks, ey. Die gingen mir schon beim letzten Mal so auf den Keks. Oh, fuck. Oh, nicht gut. Nicht gut, der Psycho-Uruk. Dude, du kriegst mich nicht. Ich sag euch, der Psycho-Uruk macht mich nicht platt diesmal. Erstmal hier ein bisschen die Lage clearen. Da ist er schon wieder. Aber er kriegt keine Energie wie der andere Psycho-Uruk. So, mal hier ein bisschen clearen. Ich muss da irgendwie zu dem drankommen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den... Oh, oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Schon wieder am Boden. Na komm. Oh. Jetzt müssen sie mich befördern. Ja, glücklicherweise hat uns der Psycho-Uruk nicht niedergestreckt, sondern nur der Fulgum. Ja, zack. Da wandert... Oh, der greift direkt jemanden an. Und hat direkt den erschlagen und hat sich... in seine Ränge hochgearbeitet. Ist jetzt auch ein Hauptmann. Ah, das ist der. Das ist dieser Mormog, den wir schon mal hatten. Also der Psycho. Den haben wir nämlich jetzt schon zweimal gehabt. Oh, und guck mal, die beiden, wo wir eigentlich hin wollten, die haben sich mittlerweile auch so ein bisschen gegenseitig erledigt. Oh, fuck. Mormog steigt immer weiter auf. Puh, wir könnten... Wissen wir denn schon irgendwas über Mormog? Das müssen wir uns gleich mal angucken. Ja, da rücken natürlich immer neue Leute auf. Oh, ich liebe dieses System. Ich liebe dieses System so sehr. Alleine jetzt dieser Mormog. Ich weiß nicht, ob das... Ist das der... Eigentlich müsste es der sein, den wir beim letzten Mal hatten, oder? Weil der hat auch so gekichert. Hm. Haben wir... Über den haben wir noch keine Infos, oder? Nee, also über den müsste ich echt was rausfinden, denn der ist schon ziemlich krass. Der ist wirklich sehr, sehr krass. Mormog. Alter, Mormog hat uns... Er hat uns jetzt nicht getötet, das war der andere, aber...
Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten... Im Land der Schatten. Ich bringe den Satz gleich zu Ende. ...führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Okay. So, hier haben wir eine Bestienjagd. So, hier können wir ein bisschen ausnutzen. So, wen jagen wir denn hier für diese Mission? Mal gucken. Oh, schön, wir haben den kompletten Platz dadurch geklärt, dass wir so ein bisschen die Umgebung genutzt haben. So, die Flammen in seinen Augen soll das Letzte sein, was den Diener des Schattens vor ihrem Tode sehen. Okay, nehmen wir mal an, die Mission. So, töte 5 Uruks aus kurzer Distanz. Ich verstehe nicht, warum die Menschen so viel schreien. Was ist denn kurze Distanz für die hier? Das war keine kurze Distanz. Das könnte hier kurze Distanz sein. Auch keine kurze Distanz. Na gut, gehen wir mal hier rein. Das war auf jeden Fall kurze Distanz. Das war auch kurze Distanz. Ich habe keine Bögen mehr, keine Pfeile mehr. So, wie kriege ich jetzt neue Pfeile? Oh, guck mal. Oh, dammit. Ich habe keine Elbengeschosse mehr. Irgendwo hier vorne waren noch welche. Wenn wir in die andere Ansicht wechseln, dann sehen... Ups, falsche... falsche Ecke. Aber sowas von falsche Ecke. So, Jagdauftrag abgeschlossen. Auch wenn wir jetzt so die halbe Belegschaft hier am Popes haben. Seht ihr mich? So, Einführung Waffenverbesserung. Schließe alle Nebenmissionen ab, um Mirian zu erhalten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für deinen Bogen Aska zu kaufen. Okay. Ich vermute, die sehen uns, oder? Sehen. Oh, die. Jungs, ihr legt euch hier mit dem Falschen an. Ich sag euch das. Ich habe heute schon so ein paar Leute umgebracht. Und ich schrecke nicht davor zurück, euch noch ein paar mehr umzubringen. Es war schön, dass der hier noch ein bisschen betäubt ist. Vielleicht kann ich euch noch Informationen hier von einem hervorholen. Oh, das geht nicht mit. Im Kampf war das vielleicht noch nicht so ganz clever. Jetzt können wir gleich noch mal den letzten haben. Was können wir jetzt? Den können wir uns mal schnappen. Das ist immer noch nicht. Dammit. Mist. Ich dachte eigentlich, der wäre schon tot hier. So, jetzt bist. Der ist aber tot. So, holen wir uns mal gucken, ob der ein paar Infos dabei hat. Oh ja, hat er tatsächlich. So, dann können wir uns nämlich jetzt mal Infos schon mal ansammeln über hier Mormog, den Messerstecher. Oh, es geht nicht. Identität bereits bekannt. Ach so, weil es kein... Ah, okay. Das Ding ist das, wenn wir ganz normal Informationen sammeln, dann können wir nur die Identität frei... uns freischalten. Informationen helfen uns dann, was über die Leute zu erfahren. Okay, auch okay. So, Bagabuk, die Spinne. Okay, also das ist natürlich was jetzt interessant ist, was ich erfahren habe, was ich vorher noch gar nicht wusste, oder vielleicht habe ich die Texte einfach nicht richtig gelesen, ich weiß es nicht.